Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Ja, in der letzten Folge haben wir zwei Gegner ausgeschaltet und den Ring für uns erobert. Bedeutet, wir können jetzt entweder was Galadriel, aber ich glaube, es war Bilbo, den wir jetzt beschwören können. Bilbo. Frodo. Und ja, ich würde sagen, nicht lange starken Kopf in den Nacken, wir machen direkt mal hier weiter. Wir haben aktuell Galadriel Level 5. Die schicken wir gleich mal zu unserem Heer hoch. Und wir haben nämlich hier... Trespassers! Macht euch bereit, Elben! Die Mauern schützen uns! So, wo ist denn der andere? Ich habe hier noch irgendwo... Ah, die haben mich schon hochgeschickt. Okay. Wir haben hier auch irgendwo Frodo. 1700 kostet. Er Level 10 wird ausgebildet. Und normalerweise ist der Ringhelm immer Level 10. Also denke ich mal, dass es Frodo ist. Außerdem kann ich mich nicht erinnern, dass er davor da war. Also ich wüsste es auf jeden Fall überhaupt nicht. Wer bist du eigentlich? Idrial. Die sagt mir nichts. The enemy is here. Ach, guck mal. Hallo, morgen. Wie sich gegenseitig bekämpfen, oder Galadriel? Hört mich alle mal. Sind das unsere Nachbarn? Ach, das sind gleich sogar unsere Nachbarn, die sich da bekämpfen. Ich würde nicht jetzt von der Punkt aus mit unserem Heer einfach nur noch rumlaufen und dann sozusagen alles einfach niederbrennen, weil unsere Stationen sind sehr stabil platziert. Baumaterial! Und ich glaube nicht, dass wir es wirklich nötiger haben, noch viel mehr zu bauen. Also zu bauen, klar, wir können unser System hier noch ausbauen innen drin, damit wir immer genug Geld haben. Aber im Sinne von, dass wir sozusagen nicht weiter expandieren müssen, weil wir haben die halbe Karte eingenommen. Und ich glaube, das reicht für den Anfang. Ich hatte gerade nichts zu tun. Sorry, Chef. Baumaterial ist unterwegs. Wo sollen wir bauen? Sorry, Chef, aber da war gerade nichts zu tun hier. Ah, oh, wow. We've planted a mullein tree. Lasst meinem Baumeister. Die sind teuer. Hier entlang. Bringt alles hierher. Ich stelle mir sowieso ab, sobald sie nur ansatzweise an mir vorbeilaufen. So, warte mal, wir können hier vorne sowas zumachen. Ein vortrefflicher Bauplatz. Baumaterial. Ein vortrefflicher Baumeister. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Wo denn? Mal wieder unten, oder was? Ich falle jedes Mal darauf wieder rein. Ihr Assis. Zieht eure Waffen, Elben. I follow ein. I follow a Schritte. Jo, das muss er sein, weil... Ehre ihn. Er ist so schwer. Yep. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Was kannst du denn Besonderes? Samwise the Brave. Summons Frodo's faithful Gander to his side. Okay. Dann the One Ring. But be aware of the Eye of Sauron. Becomes invisible, okay. Cause enemy units to flee. Kommt! Also bist du relativ unnütz, außer dass du saugefährlich bist. Dann stellen wir dich hier hin. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Wir haben Stress, mein Herr. Wir müssen uns ganz, ganz schnell beeilen. Ansonsten vergessen wir wieder den Zug. Verpassen wir wieder den Zug. Das ist gar nicht, nicht gut. Es ist ganz und gar nicht gut. Ein vortrefflicher Bauplatz. Ein vortrefflicher Bauplatz. Werkzeuge bereit. The enemy is here. Was ich ja nicht ganz check. Bin schon unterwegs. Wir haben so viel Bäuer, wir haben das Gefühl, wir nehmen nicht wirklich viel mehr ein. Bogenschützen Loriens, macht euch bereit. Bogenschützen Loriens, macht euch bereit. Bleibt wachsam, Elben. Also ich hätte gerne, dass die bei jeweils wieder Banner bekommen und dann die Mullein Bows. Damit die da oben richtig schön Schaden wieder anrichten können. Und dann marschieren wir nach da oben und rollen hier gleich alles über. Lorien schickt seine Bögen. Lorien seine Bögen. Wo violaten die denn unsere Boote? Sie laufen da nur vorbei. Ihr wisst nicht, glaube ich, was Beschädigung der Grenze heißt. Wir sind überall eigentlich gut abgesichert. Our sanctuary grows. Selbst wenn sie hier oben einlaufen, sie müssen dann immer noch bei der zweiten Welle vorbei. So, das Bleib sind wachsam. Alter, das irgendwie das Geld fließt nicht so, wie ich es mir erhofft habe. 600. Was knackt denn hier die ganze Zeit? Machen meine Vögel da ein Blödsinn oder was? The enemy is here. Haltet nach dem Feind Ausschau. Macht euch bereit, Elben. Klick und klick.
Und haltet nach dem Feind Ausschau. Geht auch mal nach da schnell, oben. Schnell, Elben des Waldes. Vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt gerade, weil eigentlich haben wir für die volle Oberhand. Aber ich kenne mich, irgendeine Front übersehe ich wieder und dann laufen sie wieder rein. Also mache ich lieber alles am Anfang dicht und danach nichts vergessen zu können. Ja. Aber ich glaube eh, dass das ein relativ einfaches Spiel wird. Wir müssen nur noch die zwei aufstellen, hier reinstellen. Und dann sind wir safe. Oder relativ safe. Unsere Türme stehen gut. Wie der Wind. Wie der Wind. Wir sind der Wind. Wir müssen die Wälder schützen. Has been purchased. Schnell, in den Turm. Zieht eure Waffen, Elben. Schnee. Die Mauern schützen Werkzeuge uns. Werkzeuge bereit. Seid ihr euch da sicher, dass euch die Mauern schützen? Werkzeuge bereit. Baumaterial. Wir haben noch viel zu tun. The enemy is here. Bringt alles hierher. So, okay, die Türme sind besetzt. Unser Heer ist gleich auch relativ wieder gut. Galadriel kommt jetzt mit ins Heer. Dann machen wir unseren Angriff mal auf. Ich glaube, hier drüben ist Gondor. Wie viel haben wir denn noch? Playing, playing, playing. 1, 2, 3, 4. 4 Gegner haben wir noch. Einmal Misty Mountains, einmal Gondor, dreimal Rohan. Oder dreimal dürfen wir Reiter überrollen. Und ich glaube, da drüben ist ein Rohan. Bedeutet eins. Trespassers! Versuchen Sie es von hier. The enemy has defiled this land. That's an enemy fortress. Galadriel, to arms! Pfeile los! We are being attacked! Du hast es durchgeschafft, ne? Zack. Much that once was is lost. Bear a ring of power. Haltet nach dem Feind Ausschau. Drutta. The enemy is here. Is now mingled with grief. Two arms. Festung ausrotten. Ja, die hat so schöne Sachen wie Saruman. Jetzt kommt die weiße Reiterei auch noch. Wollt ihr helfen oder wollt ihr nerven? Fall into darkness. Puff. Destroy them all. Ja, genau. Destroy them all. Das finde ich auch so. Mach mal Puff. Heute endet ihre dunkle Herrschaft. Sie können uns nicht trotzen. I know what it is you saw. Es funktioniert gerade echt wieder super. Also Vormarsch echt der Wahnsinn. Wenn du die Elben einmal unter Kontrolle gleich hast, ist das auch super. We've defeated the enemy. I have nothing greater to give. Okay, 25 müssen wir warten, damit wir das freischalten können. Was ist denn das? Mist of Lorien. Friendly units within the mist become stealthed enemy. Stealthed enemy units caught within the mist take damage over time. Okay. Hört sich nicht schlecht an. The Ring of Adamant creates an area. Genau, das war das. Und eigentlich interessiert mich das hier noch mehr. Das hier. Und was ist das? Armor Knights and Emulate the Recruitment of Armor Knights from the Pasture Paths of Power. Oh, das ist interessanter. Armor Knights. Ready, Bear. The enemy is here. Take up arms. The enemy attacks. Macht der Damage? Der macht Damage, der Assi. Move out, Sentinels. Ah, das war ein Spezialreiter oder was? Ich würde aber sagen, wir marschieren direkt weiter. Es gibt nichts, warum man warten sollte. Und wir sind auch noch gut ausgestattet. Also wir haben wirklich wenig Damage eigentlich erhalten. The enemy is here. If you try to stop me, I will destroy you. We are being attacked. Vorsicht! Steine!
Habe ich doch gerade gesagt, Vorsicht. Mach mal hier ein Bit spielen. Ja, oh, das ist auch unique geworden. Schick. Und jetzt das noch? We all talk. I know the what enemy has arrived. The enemy has arrived. This task the enemy was appointed to you. Our lines. Ich mag jetzt schauen, wo ich die Armored Knights bauen kann. We've spotted an enemy fortress. The enemy is attacking us. Wo sind die ausbildbar dann? Oder ist das ein neues Gebäude, was ich bauen kann? Hä? Passive Power. Warte mal, das ist doch hier Passive Power. Enables the recruitment of armored knights from the pasture passive. From the pasture. Passive Power. Was ist denn eine Pasture? Take up arms! The enemy attacks! Das ist eine Pasture. Ah, Moment mal. Sind das die hier? Our resources are running out. Vier Stück davon. Amazon nach Hai. Fall into darkness. Amazon nach Hai. They are attacking. We will keep our sanctuary secure. The enemy skulks near our borders. Ich glaube, die haben gerade gemerkt, Scheiße, wir werden angegriffen. Die stehen ja vor unserer Haustür. Ich will von 6 Divisionen einfach haben, weil ich es kann gerade. Vor allem, da reite ich dann einfach unten mal rein und schau, wie die sind, weil das sind ja Elite Cavalry. Sie werden dieses Land nicht länger besudeln. Jawohl. Bleibt wachsam. Stellen wir uns kurz mal hier auf, lassen die kurz durchheilen, weil die haben doch ein bisschen mehr erlitten, dadurch, dass ich nicht wirklich aufgepasst habe. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt die erste Division gleich raus. Und... schon gar nicht mal so ohne Schick aus. The enemy has arrived. Auch mit Reitern. Oh, schick. Wo wollt ihr denn hin? Also jeder Turm ist befestigt, meine Freunde. Ja, es ist so. Kann ich auch nichts für. Ich habe sie befestigt, alle. Wie sind jetzt noch? Jetzt sind es nur noch 2, oder? Ja, genau, 2. Einmal Gondor und einmal Rohan. Misty Mountains wurde defeated? Ich dachte, die waren noch mitgespielt. Oh, doch, schade. Ich wollte gerade sagen, kann ich davon nur eine Einheit jetzt ausbilden, oder was? Das wäre ja richtig. The Knights of Amroth and Dirion are yours to command. Our task is not yet fulfilled. Purchase Tempered Blades. Oh. The enemy is here. Purchase Shields. Hey, die sind durchgeritten! Jorolim, Aroch. Wir haben noch viel zu tun. They strike at our resources! Amaroth, Reiter! Zum Glück haben wir Einsatz. Wie schauen die denn jetzt aus? The enemy is afoot. Alle, die glänzenden Schilder sind natürlich genial, aber ansonsten schauen die nicht wirklich anders aus. Die Schilder haben sie jetzt, okay. So. Also ganz okay eigentlich von dem, wie sie ausschauen. Aber Leute, das war's auch wieder für diese Folge. In der letzten Folge werden wir die Feinde schön überrollen. Wir werden auch mal unsere Adler einsetzen und vielleicht mal Frodo an die Front kriegen. Aber schauen wir mal, Frodo, ich will den nicht unbedingt verlieren. Und Frodo ist ja eher so das Weichteil, was am Ende noch in
Berg geschmissen wird. Aber egal, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Schaut unbedingt mal auf Twitch vorbei, da streame ich öfters, jetzt jede Woche mal. Da seht ihr auch dann, die Streams sind eigentlich immer eine Zeit auch eingespeichert. Falls ihr mal zu spät kommt, könnt ihr dort vorbeischauen, was wir gestreamt haben. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen, wie gesagt. Und ich hoffe, wir sehen uns wenigstens beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.